Freunde, das heutige Video wird gesponsert von Dell. Ihr seht es hier schon, mit denen hatte ich ja schon öfter eine Kooperation und es geht natürlich wieder mal um die wunderbare XPS-Serie. Ich bin seit 2016 Vollzeit selbstständig und habe davor natürlich hobbymäßig viele Jahre schon irgendwie an dem gearbeitet, was ich mir aufgebaut habe. Und meine erste Wahl war immer ein Laptop, weil ich damit extrem flexibel bin. Egal, ob ich jetzt klassisch im Büro arbeite oder auch mal unterwegs im Flugzeug oder wie damals in der G-Klasse, ist es für mich einfach die beste Wahl gewesen, das Ganze schön mobil zu haben. Das hier ist jetzt die große 17 Zoll Variante, also XPS 17, passt aber trotzdem in einen kleinen Tagesrucksack rein. Und ein Feature, was mir hier besonders gut gefällt, ist der Touchscreen. Ja, kennt man vom Smartphone und damit lässt sich das Ganze einfach extrem schnell und gut bedienen. Ein zweiter wichtiger Punkt im grafischen Bereich, egal ob jetzt Videoschnitt oder auch Bildbearbeitung, ist der Display. Ja, einmal natürlich klassisch Helligkeit, die man verändern kann und anpassen kann, aber natürlich auch die Farbwiedergabe, weil das, was ich ja mit meiner Kamera aufnehmen möchte oder später vielleicht in der Post-Production einstelle, will ich auch optimal auf meinem Display sehen. Es gibt auch noch den XPS 13 und 15, also etwas kleinere Varianten. Und wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Laptop seid, dann schaut euch die Serie mal ganz genau an. Ich packe euch noch einen Link unten in die Videobeschreibung, da findet ihr noch ein bisschen Details, gerade zu den technischen Komponenten und natürlich auch, was die einzelnen Modelle kosten. Dankeschön an Dell für diese Kooperation, das unterstützt mich, meinen Kanal und natürlich auch zukünftige Projekte und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo, ich bin's Fritz, beziehungsweise erstmal guten Morgen. Es ist Tag 2 der Lost Place Tour und es hat über Nacht anscheinend ein bisschen geschneit. Drüben im Wald ist es liegen geblieben, hier vorne aber alles schon wieder weggetaut. Da drüben ist Bommel mit seinem Bus. Und hier Paul im Dachzelt und Felix dahinter. Wenn alles klappt, geht es als erstes heute in ein Bergwerk. Wir brauchen anscheinend später, je nachdem wie weit wir rein wollen, eine Warthose und auch Kletterausrüstung zum Sichern. Also es könnte sehr, sehr spannend heute gleich losgehen. Wir werden sehen. Paul sagte gerade, entspannte minus 4 Grad hatten wir heute Nacht. Ich habe mit Bommel, wie gesagt, in den Fahrzeugen geschlafen. Und die Jungs hier im Dachzelt. Das ist halt der riesen Nachteil vom Dachzelt. Jetzt packst du einen klitschnassen Aal hier ein, ey. Ist dein Dachzelt eigentlich noch ein bisschen nass oder geht's? Ein ganz bisschen vielleicht. Das war's wirklich komplett. Aha. Wie ist denn das im Dachzelt, Felix? Nee, also ich hab gut gepennt. Und es geht schon wieder los. Ah, herrlich, durch den Nebel hier. Das hat schon irgendwie was. Das sieht schon geil aus. So, Vorbereitung, Freunde, ist wieder alles. Ah, bisschen Kameraausrüstung, was zu trinken, Taschenlampen, Erste-Hilfe-Set. Und jetzt muss ich hier irgendwie noch meine Warthose reinkriegen. So, passt. Dann zurück ins Auto. Und dann geht's gleich ab. Wir haben nass, kaltes Ekelwetter, aber davon lassen wir uns nicht beirren. Wir sind heute mit Philipp unterwegs. Ja, das ist quasi unser Guide, der kennt sich aus. Und da geht's jetzt auch schon gleich rein. Hier wird sich direkt vorbereitet. Bommel zieht instant die Gummistiefel an. Darin kommen wir überhaupt, also ist noch. Was ist für eine Krüppel? Guck mal, also die lagen jetzt halt auch schon 2 Jahre irgendwo rum, ne? Ne, ist optimal so. Ich weiß nicht, aber ich glaube, du musst mit dem Hacken dann mal irgendwie durch. Die haben sich verzogen. Was hast du für eine Schuhgröße? 36 oder was? So, Philipp hat hier einen schönen orangen Helm mit. Jawohl. Und wir haben vor allem ein Mehrgas, heißt es so, Mehrgas-Messgerät mit? Jawohl. Ja. Gasmessgerät. Zeig mir her den Aal. Ich will gleich mal gucken. Was das auf Fans ist. Okay. Jetzt macht er erst mal einen Check. Ein Selbsttest. Ja. O2, CO2, CH4 und H2S. Sehr schön. Also, was steht für Wasserstoff haben wir? Sauerstoff. Sauerstoff. Ja, wahrscheinlich CO halt, ne? Das CH4, CO2, nicht. Also Kohlenstoffdioxid. Blendet sich, jetzt sieht man es ein bisschen. Hier ist noch alles angezeigt, wird alles gemessen. Safety first, Freunde. Ich hab mal Bescheid gesagt, dass jemand kommt und uns holt, falls was ist. Bis 18 Uhr haben wir Zeit, wenn wir uns bis dahin nicht gemeldet haben. Dann geht die große Alarmkette los. Ja. Die große Telefonkette, wie man sie aus den 3 Fragezeichen kennt. Ich bin Bob Andrews und ich weiß, wie es geht. So, der erste ist weg. Ey, wäre auch Quatsch, wenn er meinem Rucksack entgegen würde. Wie geht der, Digga? Also im Kopf zuerst rein, ich sehe gar nichts. Ja, super, die Tür ist zu. Alles klar, ich alarmiere in 6 Stunden. Viel Spaß und macht schöne Videos. Also,
nur als kleine Info. Wir haben an Niklas den Standort geschickt und auch eine Zeit, bis wann wir da draußen sind, damit halt jemand Bescheid weiß, gerade wenn wir jetzt irgendwie so unter Tage unterwegs sind. Die Jungs machen da vorne gerade die Tür wieder zu. Das Gasmessgerät ist an. Und wir gehen jetzt erstmal rein in den Schacht. Das ist halt, das ist das, was ich geil finde. Das ist eine ganz andere Stimmung als jetzt irgendwie so ein verlassenes Wohnhaus oder so. Das ist ja mega. Glasklares Wasser. Wow. So, und hier ist die andere Seite von diesem kleinen Minisee. Hier könnte man drunter durchtauchen. Alter, ist das ja. Riesenwunderkerzen. Ja. Ist wahrscheinlich jemand Spaß erlaubt, wo ich das ein bisschen dumm finde, in einer Höhle Feuer zu entfachen, weil hier einfach auch explosive Gase sein könnten. Oh, geil. Jetzt wird's, Alter. Holy shit, was geht jetzt ab? Hä, da oben ist ja wie eine neue Etage. Bisschen Licht machen. Krass. Geil aus. Alter, hier geht's auch einfach. Holy shit, hier geht's richtig runter. Alter, hier ist das übelste Loch. Also Philipp hat gerade gesagt, er war schon unten. Wir haben sich da reingeseilt. Da unten? Ja. Hast du Wasser? Schau mal bitte hier hinter. Ist das geil oder ist das geil? Ah, dann nehme ich das Wasser weg, ne? Ach krass, hier ist. Ich hab's gar nicht gedacht, das ist Wasser. Hier. Holy shit. So, jetzt seht ihr das mal vielleicht so ein bisschen. Da steht Fritz, ne? Das sind so 1,85 ungefähr. Und nur mal zum Verhältnis, wie tief es da runter geht. Seht ihr das? Da unten ist Wasser. Locker 15 bis 20 Meter geht es da tief in den Berg rein. Da unten ist nochmal vielleicht 5 bis 6 Meter tiefes Becken mit eiskaltem, klaren Bergwasser. Ne? Und Paul wird krass. Da gleich nackig drin schwimmen. Da bin ich mir nur unsicher. Ja, hier sind so verschiedenste Haken schon drin. Ja, mal kurz aufpassen. Und hier geht es halt einfach auch schon wieder richtig abwärts. Genau, wir gehen jetzt quasi dahinter. Ja. Durch das kleine Tor. Dadurch, ja? Ja. Alter. Bist du irre? Alter, viel. Ja, gehst du weiter? Ja, wie weiter geht's? Das mit Höhenangst ist ganz toll. Das ist jetzt eine ganz tolle Sache. Eine ganz tolle Sache. Eine ganz, jetzt ganz tolle Sache. Ey, kann man das sehen? Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt. Das ist übelst krass. Das sieht aus wie bei Indiana Jones oder so. Das ist ja unfassbar. So, ich würde einmal hier rechts lang. Wie lange man da drin aushält. Ja. Oh, chillig hier, chillig, chillig, chillig. Chillig, chillig. Hier geht's runter rein. So, ich will jetzt mal kurz von hier unten filmen, wo die Jungs da lang gehen. Volle Stufe. Bam, bam, bam. So, jetzt sieht man das ganz schön. Da oben sind die Jungs. Und da ist diese kleine Engstelle, wo ich auch gerade drüber bin. Also ich weiß nicht, wie ihr zum Thema Graffiti steht. Hier ist jetzt gerade wieder alles vollgesprüht. Ich muss sagen, in so verlassenen alten Industrieanlagen finde ich es ja völlig okay. Da hat das irgendwie seinen Charme. Aber hier in so einer Höhle, in sowas Naturartigem. Gut, klar, ist auch von Menschen hier teilweise rein gehackt die Wege. Aber ich finde, an so einem Ort passt das irgendwie überhaupt nicht hin. So, Pauls Bauchgefühl ist sich nicht ganz so sicher bei der Sache, deswegen werden wir jetzt einfach ein kleines Sicherungsseil darüber spannen, dann kann er sich einfach festhalten und ist gut. Die Jungs spannen jetzt vorne ein Seil, damit ich ihn besser festhalten kann. Sehr gut, Bein rüber, fast geschafft. Ich sag's mal so, ich bin so zittrig, ich kann mal meine Handschuhe ausziehen.
sieht man das, wie die glänzen und zittern vor Schweiß. Ja, aber es ist geschafft. Aber wir müssen auch wieder zurück, ne? Das ist natürlich klar. Ja. Aber weißt du, was das geil ist? Ja. Geh mal dahin. Geh mal runter und guck dir mal an, wo du gerade lang bist. Und da sieht man auch noch ganz schön, wie ja mal so ein Weg da war. Ja. Dieses Metall steht da ja noch rüber. Ja. Und irgendwann ist das mal weggebrochen. Ja. Okay. Hier geht's runter, nochmal mehr ins Wasser. Vor allem, da geht's ja richtig tief. Ich sehe nicht mal den Boden da unten. Also, würdest du dann mal tauchen gehen jetzt? Ja. Also, ich sag mal so: Mit Wasser habe ich überhaupt gar kein Problem. Und mit Kälte auch nicht? Mit Kälte weiß ich noch nicht. Ich müsste mal antesten. Moment. Pass auf, wenn du hier ins Wasser gehst und da drüben, da, einmal die Wand berührst und zurückkommst, kriegst du einen Zehner von mir. Ein Zehner? Ja. Du glaubst, dass es nur ein Zehner wäre? Felix legt auch einen Zehner drauf, sind wir bei 20. Ich mach das doch nicht für einen Zehner. Nee, du hast schon 20. Zehner von mir, Zehner von Felix. Für die Ehre. Bommel legt auch einen Zehner drauf, sind wir bei 30. Jetzt wird es interessant, ne? Nee. Ja, ich habe halt nicht mein Handtuch mit, ne? Wie soll ich mich hier abtrocknen? Vielleicht ist da auch ein Ultrasog, der zieht dich sofort in den Spalt. Ja, ja, krass. Warte mal, ich mache mal hier volle Pulle. Ja, stimmt. Jetzt sieht man es aber auch auf der Kamera. Da unten geht es einfach nochmal rein. So, ich gucke jetzt hier schon mal mir den anderen Weg an, wo es hier gleich weitergeht. Hier liegt schon das Seil von Philipp. Und hier sind auch die Haken in der Wand. Hier ist zum Beispiel einer. Hier sind die nächsten. Okay, und hier wird das Ganze rübergespannt, dass wir quasi hier nicht runterfallen. So, wir installieren jetzt hier erstmal die Sicherung. Ich gehe rüber. Ich fand die andere Stelle schlimmer, ganz ehrlich. Kurze Beine. Ja. Die Batterie ist bald alle. Mhm. Optimal. Aber wir stoßen jetzt in den nächsten Teil der Höhle vor. Guckt euch das an. Selbst auf der Kamera sieht es einfach blau aus. Die Ereignisse überschlagen sich. Paul geht jetzt tatsächlich baden. Hat kein Handtuch mit, das heißt, ich gebe ihm quasi mein Funktionsshirt zum Abtrocknen. Geil, Freunde. Da geht es eine Runde schwimmen in der Höhle. Oh, es ist kalt. Ich will Hashtag Ehrenpaul in den Kommentaren haben dafür. Das Wasser muss irgendwie um die 2-3 Grad haben oder so. Ich habe mein Glied da drin verloren. So, jetzt geht's hier runter, nachdem Paul sich wieder angezogen hat. Alter. Hier liegt noch richtig fette Technik. Das übelste Zahnrad. Und hier hinten ist sogar noch eine Seilwinde drauf und so ein Elektrokasten. So, jetzt wird's kriminell. Zeit für die nächste Stage. Das sind Winde. Jetzt gucken wir mal hier rein. Es wird auf jeden Fall auch ein bisschen flacher, muss man den Kopf einziehen. Dann sieht hier richtig die Luftfeuchtigkeit. Philipp hat gerade gesagt, das Wasser in die Richtung läuft, in die wir laufen. Wow. Wir laufen leicht bergab. Irgendwo geht es da hinten hin. Was ist am Ende dieses Tunnels, Freunde? Ich bin mega gespannt. Ja, meine Helm habe ich leider zu Hause vergessen. Den hätte ich natürlich gerne mitgenommen oder aufgesetzt, wenn man hier in sowas unterwegs ist. Und plötzlich Elektronik, irgendein Kippschalter. Der hier mitten im Nichts liegt. Hier ist auch nochmal so ein T-Stück. Ich glaube, diese so eine Abzweige wie hier sind auch manchmal so Probegänge, um zu gucken, wie das Gestein ist und ob es sich lohnt, da weiterzumachen. Das ist doch Eisen, oder nicht? So eisenerzmäßig. Guck mal, wie braun das ist. Ja, dann raus, ja, gibt's. Das
funkelt ja richtig. Das ist ja wie, als würde es rosten. Oder Kupfer? Das sieht ja mega aus gerade hier. Oha. Es nimmt kein Ende, Freunde. Es nimmt einfach kein Ende. Du alter Wasserkrug. Ist der normal? Nee, das ist einfach... Ist Emaille oder sowas gewesen, oder? Okay, also wir sind jetzt hier an der Kreuzung. Und wir können uns ja einfach merken, wir kommen quasi von der Schüssel. Ne? Von der Schüssel. Jetzt gibt es hier eine übelste Kreuzung. Jetzt gibt es hier eine übelste Kreuzung. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter geradeaus, oder? Ich stehe jetzt hier auf dem Holz drauf. Hier sind noch irgendwelche Spinnweben oder sowas. Hier ist einfach dicht gemacht. Sieht aber aus, als wäre das hier zusammengebrochen. Aber das hier ist zu betoniert, komplett. Keine Ahnung, ob es da hinten irgendwie weitergeht. Wahrscheinlich schon. Warum sollte man das dann zu betonieren? Sackgasse, ja? Ja. Sackgasse. So, zurück an der Kreuzung. Sackgasse? Ja. Das ist doch alles noch aus Bergbauzeiten hier. Guck mal. Alter. Alte Stiefel, alte Schuhe mit Ledersohlen richtig, die komplett zerfallen. Irgendwelche Federn. Wie von dem Bett oder sowas. Ja, uralte Flaschen. Weil das ist alles voll mit Müll hier. Ja. Guck mal, davon ist noch so ein Eimer links. Alter, krank. Ja. Hier, alter Eimer, ein alter Krug, hier sogar irgendwie so eine Art Medikament oder sowas. Ja, dafür irgendwelche Gesteinsproben. Ja. Du alte Dose, eine Konserve, Fischkonserve oder so. Einfach in eine Narbe. Ja, die sind mit dem Fahrrad hier umgefahren. Das war's. Hier geht's gar nicht weiter. Bis hierhin wurde in den Stein gehauen und dann wird das Ganze hier abgebrochen. Also, wieder zurück. Und in dem Haupttrakt der Höhle weiter. Ne, es sind dann die Stücke wieder zurückgelaufen, wo es runterging, nachdem wir uns abgelaufen. Ja, das meine ich ja, das ist die erste. Das heißt, hier, ich sag mal, ist die Straße irgendwo. Korrekt. Optimal. Oh, ich ärgere mich gerade immer mehr, dass ich meinen Helm nicht mit habe. Ich bin nämlich gerade schon richtig an so einem Metallding eingeschädelt. Hallo. Der Bommel, folgt ihm auf Instagram. Also, kannst du mir erzählen, was du willst? Hier ist kein System drin. Das ist doch, nee. Das ist doch nicht von Menschenhand geschaffen, diese Höhle hier, oder? Aber da, guck, da ist auch schon noch Bohrspuren. Obwohl hier überall Bohrspuren sind. Ja, stimmt, hier sind überall Bohrspuren. Hier, da bist du das Beispiel dafür. Wenn du jetzt hier oben ein Stück Stein wegbohrst, fällt das runter und dann trägst du das mit der Hand hoch, oder wie? Also, irgendwie ganz komisch hier. Hier ist auch alles zugeschüttet. Alles ist irgendwie... Ich verstehe das System nicht. Mein Name ist Gagamelius. Ihr habt es übrigens gerade auch natürlich in der Höhle wieder mal gesehen. Ich habe meine Cyclone Rescue Jacket von Revolution Race an. Ja, auch schon beim Bau vom Gromaus mit den Naturensöhnen hat sie mir gute Dienste geleistet. Auch auf Madeira, auf meinen ganzen Touren und jetzt nochmal schön durch den Dreck. Sie ist einfach robust und auch perfekt für eine Höhle. Also wer generell auf der Suche ist nach Outdoor-Bekleidung, sollte mal Revolution Race abchecken und natürlich den Rabattcode FRITZ15 nutzen.